Heyo Leute, ich bin's mal wieder, der SwissBro, und ich begrüße euch zu einem erneuten Gameplay-Commentary. Ihr habt's im Titel und im Thumbnail schon gesehen. Blitzbrigade ist back für mich, back am Start, Leute. Ich frage auch meinen kleinen Bruh, ob er mir ein paar Gameplays erspielt für meinen Kanal. Ich werde ihn vielleicht sogar verlinken, aber heute nicht, weil das Gameplay ist von mir erspielt mit den neuen Update-Waffen, also mit dem Nebel und mit dem Stable Rassler. Auf jeden Fall richtig nice Waffen. Der Nebel, da weiß ich nicht, wie gut der ist. Ich finde einfach, es ist ein Zeus Rasierer in bisschen verbessert, aber trotzdem ist es irgendwie nichts Neues, dachte ich mir so, als das Update kam. Ich weiß, das Update ist schon lange raus und die neue Map, naja, ihr seht's ja. Auf der kann man einfach kein 50 plus reißen und das finde ich ein bisschen schade. In Modern Combat 5 kann man leider auch kein 50 plus reißen, was ich auch schade finde, obwohl ich momentan nicht so gut bin, weil ich einfach gestern den ganzen Tag Battlefield 4 gespielt habe. Ja, ich habe auch eine Playstation und ja, ich spiele da auch ab und zu, aber meine Leidenschaft gilt immer noch dem Mobile Gaming, einfach aus dem Grund, weil es unersetzlich ist. Man hat einfach immer dabei, das Mobile Gaming Device, und weiß immer, ja, ich kann es jetzt auspacken, ich kann jetzt eine Runde zocken, wenn ich Bock habe und so weiter. Deshalb finde ich das richtig nice. Und noch was wollte ich sagen, die 500 Abos sind geknackt. Danke, 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 Leute. Ist auf jeden Fall richtig geil, wie ihr da eskaliert. Bitte weiter so, auf jeden Fall. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ich werde auch ab und zu wieder Blitzbrigade bringen, für die, die einfach nichts in Blitzbrigade-Richtung finden auf YouTube, weil das ist echt Mangelware geworden. Auch aus dem Grund, weil Blitzbrigade jetzt nicht mehr so beliebt ist, einfach aus dem Grund, dass da so viel OP-Waffen drin sind und dass es nicht mehr das einzige Spiel Free-to-Play ist. Ich finde immer noch das Spielprinzip von Good Old Blitzbrigade kann man immer noch in Zügen genießen. Ich spiele es jetzt nicht mehr so oft, einfach aus dem Grund, dass es mir einfach nicht immer so viel Bock macht. Es macht schon zum Teil Bock, richtig Bock zum Teil, aber es ist einfach nur so eine Abwechslung. Es ist jetzt nicht mehr mein Lieblingsspiel oder so. Das ist Modern Combat 5 geworden. Erstaunlicherweise wurde Modern Combat 5 noch mein Lieblingsspiel. Es ist aber immer noch nicht das beste Mobile-Spiel insgesamt, aber mein Lieblings-Favorite-Mobile-Game auf jeden Fall. Und ja, was kann ich noch so reden? Das 500-Abo-Special folgt natürlich. Es wird hoffentlich morgen oder übermorgen kommen. Ich habe einfach diese Woche ein paar Tests. Nächste Woche habe ich ein Lager. Ich habe einfach so viel um die Ohren und ich muss einfach dann noch Videos machen. Und so eine Montage ist richtig viel Arbeit. Ihr könnt mal die richtigen Editoren, nicht mich so, aber richtige Editoren, wenn ihr welche kennt, so fragen, wie viel Arbeit das ist. Das ist richtig krass. Das dauert Tage, so eine Montage, so ein Ding fertigzustellen. Und bei mir die 3D-Key, wie nennt man das? 3D-Motion-Tracking kann ich nicht. Ich kann nur 2D-Motion-Tracking. Aber das wackelt auch, weil ich das mit Keyframes mache. Und wer sich darunter nichts vorstellen kann, ich werde das vielleicht in einem nächsten Video noch erklären, wie das geht, wie das funktioniert und wie ich meine Videos mache und so weiter. Ich würde einfach sagen, ich will es mal nicht übertreiben. Ich lasse euch das Gameplay noch fertig laufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Kommentieren nicht vergessen. Schreibt einfach eure Meinung zu Blitzbrigade in die Kommentare. Was ihr von meinem Video hier haltet. Wie ihr zu Blitzbrigade steht. Einfach, ob ich mehr davon bringen soll oder wieder weniger, wie es in letzter Zeit so war. Haut da rein, Leute. Servus.